So, du hattest eine bescheuerte Idee. Willkommen bei Sterben leicht gemacht mit Sven und Tapa. Idee des Tages ist es, mit dem Troll durch ein Goblindorf zu laufen. Also quasi spielen wir jetzt Fackelträger. Also, um es mit anderen Worten zu sagen. Hello, my name is Sven. Welcome to Jackass. Watch this. Hey, du hast ja Holz gebraucht, ne? Jetzt findest du das überall, ist mir klar. Ja, dann machen wir das doch. Hier machen wir das doch. Nein, ich meinte jetzt hier, dann bauen wir hier auf der Insel noch einen Außenposten auf. Ja, haben wir doch schon. Ne, ja, mit Schmiede und allem. Ja, gut, dann müssen wir die ein bisschen erweitern. Oh, hallo, Zwerg. So. Schmiede, Köhler rein. Aber den würde ich gerne oben irgendwo in die Mitte dann setzen. Ja, kein Problem. Habe ich noch was zu essen bei? Natürlich nicht. Ja. Scheiße. Wo ist der Troll? Wieso habe ich einen Nixenschwanz? Egal. Du hast einen Nixenschwanz? Ja, den habe ich jetzt gerade verfuttert, aber egal. So dann. Hallo Troll, wo bist du? Wir hätten uns den markieren sollen, ne? Na, der muss hier irgendwo rumeiern. Also, wo haben wir das Dorf? Da ist der Kopf. Ach, da steht ein Skelett. Wenn da ein Skelett steht. Der muss doch hier irgendwo sein, der Troll. Wo ist denn das Dorf? Da ist das Dorf. Bist du offen? Ja. Die kleine bartige. Ich würde sagen, der war noch ein Stückchen weiter da runter. Kann natürlich aber sein, dass der. Da, ich sehe ihn. Ich hab Blaubeeren, ich hab Blaubeeren, ich kann das essen, sehr schön. Hey! Du mit deinem blonden Nashorn. Hallo! Hallo! Hey! Ja, komm mal, komm! Oh, fuck. Hier! Wow. Oh, der wirft ja mit Steinen. Komm hier lang. Ah. Oh, das wird witzig. Ich hab noch ein paar Blaubeeren. Du. Aua. Oh, das wird jetzt anders wild. Na, guck. Oh, da kommt schon der Skito an. Und ich renne. Einmal quer durch. Hi, 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 hi. Hier unten da. Oh, da ist doch ein Deskito. Oh, 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 oh. Oh, ich bin tot. Oh, was kommt denn? Gleichzeitig. Ei, die haben einen Schamanen. Die haben einen Kobold-Schamanen. Ja. Ich möchte anmerken, wir sind nicht sonderlich weit gekommen. Mich interessiert nur der Troll. Wie weit der gekommen ist? Ich befürchte, er ist dann nicht mehr mitgekommen. Das kann ich mir jetzt angucken. Das gehen wir uns doch jetzt angucken. Da will ich dann nochmal direkt durchlaufen. Wir wollen aber auch definitiv unsere ganzen Fähigkeiten wieder alle auf Null kriegen, oder? Ach. Ich will meinen Grabstein wieder haben. Bist du bescheuert? Nein. Warum frage ich eigentlich, ja, bist du? Aber hi. Haben die sich überhaupt um den Troll gekümmert oder nicht? Ja, das weiß ich noch nicht. Ich finde nämlich den Troll nicht. Ui. Vielleicht wäre es schlauer gewesen, die Jungs mitzunehmen zum Troll.
Wo ist er? Ich weiß es nicht. Wo bist du? Wo ist er hin? Ich bin hier oben. Quasi über dir. Okay. Ihr müsst ja normalerweise müsstet ihr hier rumstehen, Jan. Ah, ich sehen. Hey, mein Freund. Du hast da irgendwas missverstanden, ne? Hey, hier unten. Komm mal her, Hans Arscher. Siehst du mich? Gut, komm mit. Er ist schon wieder auf dem Rückweg. Komm mit. Komm, ich bin schon am Weg. Wir kommen. Komm, komm, Hasso, komm. Bist du bereit? Ich bin immer bereit. Hast du eine sehr gute Position zum Schauen? Ja, ich... Dann kannst du dir das ganze Spektakel nämlich angucken jetzt. Ich komme mal, ich mache den Spaß mit. Der ignoriert mich halt und sieht mich nicht. Frischfleisch! Und ich bin okay. Davon gekommen. Die mögen den also auch nicht. Alter! Oh. Hast du das gesehen? Oh, fuck. Das ging so schnell. Hi. Oh, hi. Hi. Bist du da reingelaufen? Nein, ich bin da drin gestorben. Ich habe einen Grabstein neben eine Kiste gesetzt. Okay, da läuft ein Blauer rum. Wie kriegen wir die? Ich glaube mal, die blaue Bubble schützt die dann, ne? Kann das sein? Das ist dann wie ein Schutzschild. Gehe ich von aus. Da ist eine blaue Bubble? Ja, da ist eine blaue Bubble. Ich komme. Siehst du das nicht bei mir im Stream? Jetzt ist sie weg. Okay. Hier ist die Frage, die schönen Lederhäuser von denen, ne, mit den Lederdächern, brennen die? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So. Ich sehe wieder das Feuer in der Mitte. Oh. Ja, kommst du zu mir, dann zeige ich dir. Dann machen wir jetzt. Du guckst. Ich guck, wie du stirbst. Genau. Hi. Hi, hier, guck mal, du kriegst sogar noch was zu essen von mir. Oh. So, pass auf. Bist du fertig? Moment. Ich hab Blaubeer gefressen. Danke. Hello. Okay. Okay, das meinst du? Oh. Ich hatte, ich hatte Giftpfeile ganz kurz. Ganz kurz. Aber dadurch, dass die jetzt im, die müssten ja in meinem Grabstein sein. Das heißt, wenn ich vorbeilaufe und E drücke, habe ich die im Inventar. Sag mal, Spielkind, spielst du nebenbei mit der Gitarre? Warum? Weil hier bei mir regelmäßig, also gerade immer wieder auf. Ui. Ich hab die Giftpfeile bei mir. Ist ja geil. Ich werf die direkt in die Kiste. Ja, schön. Ja, so kriegst du das Dorf auch leer, ne? Vielleicht. Schreib da. Also bei mir ploppt halt ständig auf, dass er Rocksmith 2014 Blabla Edition aufmacht. Oder spielt. Wir haben Giftpfeile. So, so. Bei unserem Rum.
Hallo, bei unserem Rumgelaber kannst du dich aufs Gitarrespielen konzentrieren? Da glaubst du, warum er spielt? Ah, okay. While my guitar gently weeps, ne? Keine Ahnung, ich kann kein Englisch. Stimmt, da war was. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ich so einen Loks anzünde? Muss ich jetzt auch wieder damit anfangen? Weiß ich nicht. Muss ich mir das wieder angucken? Das ist hier auch, wir nennen es die Blödelfolge, oder? Nee, ich versuche gerade meine Gitarre mit Rocksmith zu verbinden. Ah, hallo, hallo, hallo. Er kommt mir echt hier. Geh lauf, andersrum. Nein, nicht da rein. Nicht da rein, nicht da hängen bleiben. Wo ist er hin? Ich spiele hier mit ihm. Oh. Spring den Troll. Spring den Kobold. Heißt der nicht Goblin? Nee, Kobold. Das ist ein Kobold. Oh, jetzt hat er mich. Okay. Das ist ja geil. Ja, das ist die Blödel-Blödel-Folge. Verdammt, ich muss erstmal das Kabel dafür wieder raussuchen, aber das wäre eigentlich auch wieder eine coole Idee, mal wieder. Keine Ahnung, Gitarre spielen kann ich auch nicht. Ich habe mal Unterricht genommen, aber das ist auch schon wieder Jahre her. Und dann bin ich irgendwann von Gitarre rübergegangen auf Schlagzeug. Ich hab alles noch hier rumstehen. Und nutze es nicht. Erstaunlich. Nimm die Pfeile mit. Ach so, du warst auch schon so schnell. Ja gut, dann lassen wir sie da. Was denn jetzt? Dann lassen wir sie da. Ich bin wieder reingegangen, um deine verfickten Pfeile zu... Was für Pfeile? Die Giftdinger da. In der Kiste? Ja. Das sind Nadeln. Ja, aber das spitze Ende eines des Kitos. Ja, aber da kannst du Pfeile draus machen. Ah. Giftpfeile. Okay. Ja. Und ich wollte sowieso mal gucken, was die für eine Wirkung haben, wie groß die ist. Jetzt stell dir mal vor, du kannst damit einen Troll one-shotten. Nee, kannst du nicht. So. Das ist die Frage. Die große Frage ist, wo bist du da? Ich bin hier bei einer Abteilung Essen, bin ich jetzt. Probier es oder probier es nicht? Probieren wir es oder probieren wir es nicht? Keine Ahnung. Na, guck mal, da haben wir nämlich auch noch eine. Jetzt haben wir nämlich vier. Sehr schön. Ich bin mir überlegen, wenn ich mich vollfresse und dann durchlaufe, müsste ich ja länger überleben, quasi, ne? Rein theoretisch ja. In deiner kleinen Welt geht das so, ja. Arsch. Gern geschehen. Feuersteinpfeile. Ich gehe jetzt Feuerstein holen. Damit wir mal hier Feuerpfeile wieder kriegen. Feuerpfeile brauchst du keine Feuersteine für. Ja, ich sehe es. Ich hab's doch gerade. Ja, hau mich doch nicht. Ich hab's doch gerade gesehen. Oh ja, wo bist du? Ich muss dich hauen. Jetzt renn doch nicht weg. Mama, Abdi. Das sind meine Kisten. Das sind meine. So. Das habe ich. Holz. Unbewaffnet verbessert. Ja, schön.
Das Federn. Bist du fertig? Mit diesem komischen... Wir haben keine Federn, das ist das Problem. Garantiert haben wir... Also, vorhin hatten wir noch Federn. 6. Wow. Schmeißt du mir deine Scheiße hier hin? 7. Willst du mir jetzt zeigen, dass du zählen kannst? Nein. Ich will dir nur zeigen, dass wir keine Federn mehr haben. Uns gehen die Federn aus. Ja, dann müssen wir jetzt mit Holzpfeilen, die wir uns machen müssen, auf Dingsbumsjagd gehen. Ach, wir brauchen ein Upgrade. Level 2 brauchen wir auch noch. Okay, mit den Nadeln kannst du besser den Morgenstern machen, sagt er. Ich habe hier, also ich habe hier 49 Federn gefunden auf dem Boden. Ja, uns fehlt ein Upgrade Level 2. Wir brauchen Feuersteine. Was ist das? Krüppel? Was war Krüppel? Nee, zum Alten musste. Krüppel ist immer noch die alte Farm. Ja. Ja, ist doch in Ordnung. Ich gehe Feuersteine holen. Hallo? Ich hab nochmal 28. Warum behauptest du, wir haben sowas nicht? Ich laufe hier einmal durch die Bude und abgesehen von 2 Köpfen habe ich hier den ganzen Scheiß voll Arsch. Moment. Du hast den ganzen Scheiß voll Arsch? Ja, den ganzen Scheiß voll Arsch. Sehr schön. Willst du mal über die... Willst du mal drüber nachdenken? Nein. Wo ich drüber nachdenken will, ist, wo ich das USB auf Klinkekabel habe. Ah, hallo CJ. Oh, wir machen Running Gags, machen wir. Nackt durch ein Koboldorf laufen. Das sollte laufen heißen. Wo bist du eigentlich hin? Ich bin in der im Dings hier, Grasland und bin Feuerstein am Suchen. Ach so. Brauchst du Hilfe? Komm, ich komm hinterher. Bleib da, ich will dich sehen. Ich will dich nicht sehen. Du hast den Arsch voller Scheiße. Nee, Scheiße voller Arsch hast du. Ich hab so rum. Scheiße voller Arsch. Ah, nee, ah, nee. Da. Und wir haben festgestellt, so Kobolde, die machen den Troll ganz schnell kaputt. Ja. Ganz, ganz schnell. Problem ist, bevor sie das tun, machen sie dich schneller kaputt. Was habe ich denn jetzt? 12. Aha. 1. Nee, 12. 1. 12. Schwein. Tot. Ah, es gibt wieder Schwänze. Das ist auch noch so ein Vorteil, ne, vom Grasland. Die Schwänze. Die nächsten Schwänze. Ah, Feuerstein. 2, 3. Himbeeren kriegst du auch noch. Oh, ist das schön. Die Musik ist auch viel, viel ruhiger. Ja, viel entspannter. Ja, ja. Viel friedlicher alles. Ja, ja. So harmonisch. Feuerstein 4. Schon voll viel gesammelt, ey. 4 Stück schon, ey, boah, ey. Das ist schön, idyllisch, friedlich. Und dann isst man sich mal eine Blaubeere. Ja. Guck mal hier. Kratzig. 5 und 6. Wildschweine gibt es hier auch noch. Ist doch schön. Ja. Wunderbar. Nee, wir haben. Ich kann einen Löwenzahn pflücken. Stehst ja drauf, ne? Ja. Wir haben. Was haben wir denn gemacht? Wir haben den Troll haben wir durchs Goblindorf gejagt. Dann haben wir uns da komische Biom da angeguckt mit den riesen Totenköpfen. Genau. Hello, my friend. Hello, my friend. Hier ist jetzt sehr... Wo bist du eigentlich? Warum schwimmt da ein Reh? Lass es schwimmen.
Ach, komm her. Viel eher müsste die Frage heißen oder lauten. Scheißen? Die Frage müsste scheißen? Nein, heißen oder lauten. Warum relebt das Reh noch? Weil es im Wasser ist. Und schwimmen kann. Spring hinterher. Soll ich zu der anderen Insel rüberschwimmen? Stein Nummer 7. Ganz schön dunkel hier, ich kann wieder nichts sehen. Mach die Augen auf. Habe ich. Du fängst an zu frieren, sagt er mir. Ja, dann. Guck mal, da ist noch ein Löwenzahn. Was? Wie viel hast du? Ich habe 7. Ich dachte, da wäre ich muss was essen. Ich muss was essen. Ich muss was essen. Was habe ich denn hier für eine Scheiße in der Tasche? Du hast die Scheiße voller Arsch. Ja. Und sowas von. Sprinten verbessert. So, juhu. Das ist ja nur ein normaler Stein. Den will ich nicht. Ich will den Fried. Ich will nicht angespuckt werden. Wovon wirst du denn da angespuckt? Schaman. Warum ist da ein Schamane? Weiß ich nicht. Warum ist hier alles nur noch schwarz? Ich weiß es nicht. Ich gehe wieder zurück zum Portal. Mir ist das alles zu schwarz hier. Das ist so viel Schwarzseherei. Kannst du das mal eben markieren dann? Ja, das bringt super viel, oder, weil du die Markierung nicht siehst. Aber du kannst es anpingen, dann kann ich mir eine Markierung setzen. Ja, ich muss aber erstmal da hinkommen. Warum laufen hier auf einmal Zwerge rum? Waren so sonst noch nie welche? Ja, doch, also, irgendwann kommen die ja auch ins Grasland. Genau wie du irgendwann auf einmal selbst im Grasland den Sumpf kommen hast und so. Das war jetzt auch wieder in Deutsch, aber, ne? Ja, das war alles gut in Deutsch. Ja, ich würde sagen, über unsere Grammatik unterhalten wir uns in der nächsten Folge weiter. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.